Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wonder. Die Level hatten den letzten Part mit Justice Hilfe beendet und sind nun zu Peach gewechselt. Das passt ganz schön zu den schönen rosa Wolken, die wir hier haben. Von Fall zu Fall ist das nächste Level und damit willkommen zu dem Part. So, was von Abseißen ist sinnvoll? Wir lassen die Prinzessin wählen. Und die meint automatischer Superpilz. Ah, nee, ich finde das eigentlich viel cooler, deswegen nehmen wir das auch. So, es wird ja von Mal zu Mal, das ist generell gilt, ne? Denn, och man, ich habe schon wieder die Springtaste verwechselt. Das war jetzt unnötig. So, was ich eigentlich sagen wollte, es wird halt von Mal zu Mal natürlich schwieriger Level, ne? Also, das ist, mein Skill wird so ein... Ach, das Ding geht wieder nach unten! Mal zu Mal natürlich ist es schwieriger. Ah nein. Scheiße. Das ist hardcore unnötig für mir. So. Ich muss mal ein bisschen an Luftsprung bekommen. Oder wir kommen halt nicht hin, so wie es ist. Achso, ja, kannst du auch einfach damit machen. Das ist jetzt einfach mal ein Geheimnis für uns. Weil ich es mit Skills probiert, aber geht natürlich auch ohne Skills. So. Gut, gut, gut. Nein. Das war das unnötig. Dass ich jetzt wieder runtergefahren bin. Aber ist ja wurscht. Shit sometimes happens. Ja, so jetzt aus. Da muss man wirklich ordentlich klettern. So, und jetzt sind wir hier oben angekommen. Und werden wieder groß. Jawohl, so muss das. Ach, nehmen noch an nette, Stellen in Mario Maker. Aber es geht doch nicht nach unten, das heißt Teil. Nette Stellen in Mario Maker. Und dann auf einmal die Level. Oh nein. Wo dann Level dann auf einmal richtig ausgezahlt wurden. Und dann direkt hinter der Midway Flag dann ein Ja, lieber noch einmal so genommen machen. Aus dem Fall, da irgendwie Gegner hat und dann der random drin gestorben ist. Das war halt wirklich immer sehr fies. Jawohl. Nein, wie unnötig. Ich wollte eigentlich auf den Block springen. Dieser Tod war halt so unnötig. Dem erstmal tut mich halt random in den Tod stürzen und weiß halt gar nicht mal. Wieso? Und darüber reden wir einfach erst gar nicht. Das hat nicht existiert. Nein! Ich bin mal einfach ab mit in den Tod gesprungen. Ach komm, das ist alles doch assi, vor allem wenn der Gruppe direkt davor ist. Muss man halt vor dem Gumpa da sein. Dann geht das schon. So. Also. Jawohl, jetzt haben wir auch das Ding. Müssen wir hier wieder drauf. Dann geht das wieder. Können wir hier nach oben kommen. Lol. Und das wäre aber nur Skill. Nö, geht's nirgendwo rein. Schade, ich hatte Hoffnung. So.
Oh nein, 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 nein. Als ob man da stirbt. Ich dachte, man könnte da noch irgendwie weiter. Das war zu eine sehr asoziale Stelle. Und wir starten wieder hier. Jetzt ist cool. Gut, ich tue Das war knapp. Anscheinend so oft sterben hier in letzter Zeit. Das ist ein Fakt. Deswegen wurde es da ISO auch hingegeben. Hätte man da gar nicht mal nach unten springen müssen. Aber ist ja komplett wurscht. Ich triggert es, dass man so manchmal weiß, in welche Rohren man rein muss, manchmal halt nicht. Out. Safe wäre da oben was Cooles gewesen. Das will ich jetzt einfach herausfinden. Nee, das war der, wo man nach unten gekommen wäre. Jawohl, wusstest du doch. Ach du Heilige. Na, okay, das ist optional, das machen wir, das muss man nicht immer machen hier. Digga, was aber jetzt schon wieder hier startet, ich will nicht mehr. Nein. Come on. Bisschen wieder sehr sass hier. Ja, aber ist auch mir gegönnt. Dann nehmen wir den hier einfach hier nach oben. Und das machen wir nicht, weil ich darauf keinen Bock habe. Okay, cool. Das sind quasi nur Hilfsblöcke, falls das Ding irgendwie zusammenbricht, wenn man da ist, dass man da hat er quasi nicht anfängt zu verrecken, wenn man so will, ne? Cool, jetzt haben wir das Level beendet. Haben es ein paar unnötige Felsen gehabt, deswegen seht ihr, die deshalb für mich One-Ups so essentiell sind. Weil sie mir doch random an einer richtig so unnötigen Stelle einfach verkackt, wo es mir denkt, nur so, lol. Wieso verkackt ihr Schwier? Ich weiß ja schon nichts, aber es macht halt irgendwie trotzdem, ne? So ist es halt. So. Zünn, zünn, zünn. Gut, über den Wolken, let's go. Gut, da fehlt natürlich die erste. Das wäre in dem Fall die Wonderseed gewesen. Aber ich werde es irgendwann nochmal nachholen, falls man halt mehr braucht, als man hat, was vielleicht später mal sein kann. Dann, so habe ich es auch in anderen Mario-Spielen gehandhabt, kommen dann halt so ätzende Zisten daher. Hm? Apropos ätzende Geschisten, irgendwie, das weiß ich nicht. Also geht's wieder auf die Suche nach denen. Ach cool, hier geht's uns nirgendwo weiter. Ich hab's in die dritte, die irgendwo entdeckt. Ich weiß nicht mal, wo die war. Ich hab alle anderen sogar schon entdeckt. Geil, geil, geil. Das braucht halt nur alles seine Zeit. Die Feuerblume ist auch sehr wild. Das ist aber auch eine Sache, die ich mir mal abholen werde. Und zwar, eigentlich wollte ich sagen jetzt, aber... Muss ich erst aufpassen, dass eine asoziale Stelle ist. Fällt mir gerade gesagt gar nichts. Bleib du oben. So. Jawoll. Ach, das ist nur eine normale Blume. Scheiße.
Dachte, ich wäre eine Feuerblume. Simmel. Aber okay, wir haben da eine wundersame Woche erhalten. Das war viel einfacher, die zu finden. Aber coole Sache. Ja, gut, war auch noch gleich was Nahrungspausen. Das wissen du was, ne? Die sind schließlich auch ganz wichtig. Ja, weil ein bisschen gefragt wurde, meine meisten Party gehen so 10 bis 15 Minuten roundabout. So, wir haben auch noch zwei coole Level. Einmal Silberhochsprung, auch Bitternis. Und Wölksen Area. Machen wir zuerst Silberhochsprung. Das probieren wir jetzt nochmal in dem Part. Ich hab Schiss vor dem Level. Andererseits ist Fähigkeit 1 und das andere war schon hart ätzend. Ja. Du kannst es. Oh, no. Ich kann es und bin verreckt. Scheiße. Hä? Tatsache. Okay, come on. Das hätte ich eine Sekunde später machen sollen. Sag ja, ist zu. So häufig unnötige Leben verlieren. Aber nicht gibt es hier einen Pilz, heißt ich bin wieder. Bisschen größer. Gut. Ihr braucht einfach viel Anlauf. Dann klappt's auch. Jawohl, ich sage mit genügend Anlauf. Klappt super. Okay, komm. Das war unnötig, aber wenigstens sehr wird man wieder groß. Nettenswerterweise. So sieht's aus. Jawoll! Easy. Wie gesagt, bin ich kein 100% Player, der jetzt hier alles macht, so irgendwie, was halt eigentlich nicht mehr kommt. Yay! Yeah. Aber sammeln wir auch ganz gern eben diese Wunderseeds, wenn ich schnell, man, die sind ja wunderbar. Nee, die sind ja ganz cool und ganz sinnvoll, dass man die auch hat, ne? Ich sammle jetzt natürlich das Wunderwasser. Macht jetzt keine krassen Extras oder irgendwas in die Richtung, ja. Sag mal, ist halt wirklich offen zu. So. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abseißen, das du sogar für eine Task gesenkt bekommen. Soll ich dir anlegen? Jawoll. Oder auch nächstes Mal später. Weil ich denke, dass wir es dann hier halt irgendwie brauchen werden, wenn wir es im Level davor machen. Deswegen. Aber ich bin mit meinem Blocks eigentlich ganz zufrieden, will es erstmal bei denen belassen. So, Kampfparty Wölksen Arena. Das ist jetzt, besiege alle Gegner. Das Tor öffnet sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Okay, okay. Probieren wir einfach mal hier den ersten Gegner jetzt. Kommt man irgendwie zurück und kann sich noch ein Item holen? Ah. Hab's da hier noch. Man sagt, man hat die vielleicht Zeit begrenzt oder irgendwas, aber ist ja so, dass es nur Zeit, die man aufwärts braucht. Ich denke, das mal keine Gegner, die einen irgendwie angreifen. Ah! Okay, die brauchen halt auch viel mehr Wumms. Gut. Komm jetzt mal her. Gut, haben wir nur noch eins, jawohl. Oh, was ist das? Was ist eigentlich außergewöhnlich lange Zeit? Gut, jetzt geht das Tor mal auf und es kann weitergehen, jawohl. Wenn es hat, dass man immer nur ein Power abspeichern kann und nicht mehr.
Ach du Scheiße. Nein. Will da rein. Nein, nein, nein. Ist ja eigentlich wurscht, kann man wieder ganz zurückgehen, man holt aber eine neue. Weiß ja nicht, dass die Zeit begrenzt sind. Fliegen wir mit dir einfach mal ganz nach hinten. Presst man Feuer! Man darf es aber so sein, der will nur nicht treffen lassen und ist man der Gearste. Wenn man so will. Danke, Wolke. Finde ich cool mit Wolke fliegen, das macht Spaß. Oh Gott, ja, hier. Autz. Jetzt sieht es leider ganz anders aus und ich hasse Hammerpuder. Vor allem, wenn so viele sind. Und ich kein anderwertiges Item mehr habe. Scheiße. Ja. War dir klar, dass sowas kommt? Mit Feuerblumen tust du es nach wie vor am besten. Müssen wir dann mal das ganz von vorne machen. Das ist halt so unnötig. Nein, ich habe mir noch eine für früher, für später speisern können. Das ist halt ehrlich dumm von mir. Dass ich das nicht einfach gemacht habe. Wo hast du was passiert? Ach Scheiße, Mann, war das unnötig. Wie soll ich das Ding jetzt vor allem töten? Komm, jetzt machen wir mal von vorne. Und da nehme ich mir auf jeden Fall mal zwei Artemis von Anfang an vor. Das war quasi bewusst. Da kam doch gleich nochmal eine neue Feuerblume raus, glaube ich, ne? Weil mich das alles täuscht. Oder ich kann was bei dir jetzt nehmen und warten, bis die neue rausfällt. So. Jetzt macht das Ganze ja für viel mehr Sinn. Dann habe ich zwei da. Damit kann ich jetzt alle gut brutzeln und dann klappt das auch und ich habe ein Backup. Dann bekommen wir das Level so easy hin. Ja, seht ihr, manchmal werden die Partner doch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Das manage ich ganz spontan. So. Ah, man kann auch so hier drauf, das wusste ich selbst nicht. Sehr selig, dass dies auch im Rahmen von dem ist, was möglich ist. So. Ich grillen wir das Ding noch. Jawohl, das geht hier das nächste Ding auf perfekt. Und muss noch die Münze. So. Jetzt habe ich wieder vergessen, was jetzt das nächste kam. Ich glaube, das waren die. Genau, die gingen ganz easy, wenn man einmal da durch ist. So einer fliegenden Wolke. Du musst ja halt schaffen können zu treffen. Das stelle ich mir als Speedrun auch ganz, ganz witzig vor. So. Und wieder zwei Stück, bis das Ding kaputt geht. Komm. Sehr gut. So, jetzt war es ein bisschen unnötig. Jetzt wird es ein bisschen belastend, aber jetzt kann man die Hammerbrüder und die haben tatsächlich Schaden gemacht. Was hast du halt generell? Aua. Hilfe. A.
Scheiße. Komm. Puh, Glück gehabt. Jetzt bin ich halt klein. Ich habe keine Items mehr übrig, das ist nicht so geil. Ich hoffe, dass einfach keine Gegner mehr kommen. War 3 von 3. Boah. Okay, wenn man es ein 70 schafft, hat es quasi noch wildere Belohnung gegeben. Ich verstehe. Aber egal, mir geht es auch nur um das Wundersamen. Puh, das war wieder eine knappe Kiste. Und das war auch sinnvoll, war eine längere Party heute. Eieiei. Macht ja nichts. Immer ist mir auch ganz cool. Ja, und wie es hier jetzt weitergeht, liebe Leute, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, sag es. Danke fürs Hose. Oh Gott, das wird wieder schlimm werden. Freut euch mal darauf im nächsten Part. Bis dann, macht's gut und ciao.